In der protoplanetaren Scheibe bilden sich nach und nach größere Objekte. Angefangen von sehr kleinen Körnchen, Millimeter, Submillimeter klein, sowas wie CAIs, Chondren, Matrix, Sulfide, Metalle, die wir alle in primitiven Chondriten finden. Die akkretieren weiter, das dauert ein paar Millionen Jahre, dann bilden sich Planetesimale, die auch hier schematisch dargestellt sind, innerhalb der ersten paar Millionen Jahre. Wenn die weiter kollidieren, bilden sich dann Planeten, das dauert dann ein paar Zehner Millionen Jahre. Manche kürzer, Jupiter hat sich vielleicht schneller gebildet, die Erde hat etwas länger gedauert. Die Planetesimale werden jetzt in zwei Gruppen eingeteilt. Einmal die primitiven, also undifferenzierten Planetesimale, die wir da drüben sehen, und dann die differenzierten Planetesimale auf dieser Seite. Und der Unterschied ist, dass die differenzierten wurden aufgeheizt, geschmolzen und sind differenziert in einen Kern und einen Mantel, eventuell vielleicht noch eine dünne Kruste, die undifferenzierten nicht. Dazwischen gibt es dann noch die metamorph überprägten Planetesimale, die einfach nur heiß geworden sind. Und die teilt man dann entsprechend der Temperatur, die sie erfahren haben, in unterschiedliche petrologische Typen ein. Der Grund für das Schmelzen kann es gewesen sein, so etwas wie Impact, also die Kollision von verschiedenen Planetesimalen, die zur Aufwärmung geführt haben, vielleicht auch so etwas wie Akkretionshitze, das ist im Grunde genommen sehr ähnlich wie die Kollision, dass das Material zusammenkommt, aber eben auch durch den radioaktiven Zerfall von beispielsweise Aluminium 26 oder Eisen 60. Wenn dann der Planetesimal nicht nur metamorph überprägt wurde, sondern eben auch geschmolzen ist, bildet sich, wie gesagt, der Kern und darum die Kruste. Im Kern befinden sich dann alle diese Elemente, die siderophil sind, also sowas wie Eisen, Nickel oder Platingruppenelemente. Im Mantel dagegen befindet sich dann Silizium, Magnesium, Aluminium, Calcium, die ganzen lithophilen Elemente. Das heißt, Meteorite, die von diesen differenzierten Asteroiden stammen, haben meistens keine Metallphase, ähnlich wie bei der Erde eben auch, wo der Mantel auch praktisch keine Metallphase hat, weil das alles im Kern selbst ist. Der Kern, ob der wirklich tatsächlich immer in der Mitte ist bei so einem Planetesimal, ist die Frage. Da gibt es jetzt nicht so viel Gravitation. Und das Silikat und die Metallphase trennen sich, weil sie nicht mischbar sind. Aber vielleicht sieht es auch mehr so aus, dass hier das Planetesimal ist und nennen wir es mal nicht mehr Kern, sondern die Metallphase befindet sich hier und der Rest ist dann, also das hier ist das Silikat und das ist das Metall. Und dort befinden sich dann die ganzen siderophilen Elemente und hier das Silikat. Also es ist mehr wie eine Entmischung zweier Schmelzen, vielleicht sind es auch ein paar mehr davon, nicht notwendigerweise, dass es immer im Kern ist. Bei größeren Asteroiden würde es ganz sicherlich auch eher in den Kern tendieren. Bei kleineren, wo die Gravitation sehr schwach ist, ist es einfach mehr eine Art Entmischung. Das sind aber prinzipiell die beiden Arten von Asteroiden, die man auch zur Klassifikation nimmt. Einmal undifferenzierten, einmal differenzierten. Dazwischen noch sowas wie primitive Achondrite. Und entsprechend gibt es dann, wie man es früher nannte, die Steinmeteorite hier aus der Kruste dieser differenzierten Asteroide und die Eisenmeteorite hier aus dem Kern der Asteroide und dann aus dem Mittelbereich gibt es quasi Pallasite oder Mesosiderite, die hier gefunden werden. Aus den undifferenzierten kommen die ganzen Chondrite, die ganzen primitiven Chondrite, über die wir da was über die Frühphase in der protoplanetaren Scheibe lernen können. Das sind die beiden Arten von Planetesimalen, wie wir sie in der Frühphase unseres Sonnensystems vermuten, wie sie sich dort gebildet haben.